46. Folge Valkyria Chronicles Gia am Controller. Okay, und wir schauen uns an, was die Gegner machen. Wie die Gegner uns fertig machen, ja. Okay, sie haben Verstärkung erhalten, das kann uns aber ziemlich egal sein. Die sind da irgendwo hinten, ne? Ja. Na, rechts da auf der anderen Flussseite. Ja, ja. Egal. Ein Scout, naja. Die momentan gefährlichste Einheit. Dadurch, dass alle von uns so weit weg sind. Also gefährlicher ist jetzt hier der Panzer und so. Oh, da kommt also, da kommt Nachschub her. Von denen. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Doch, da kommt Nachschub einfach von außerhalb der Map. Das finde ich jetzt total bekloppt. Ja, es ist aber so. Das kannst du finden, wie du willst. Aber wir haben schon wieder einen verloren, weil wir die scheiß Brücke nicht zerstört haben. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Dammit. Oh. Dammit, woman. Ja. Damage minimal. Jetzt haben wir auch unseren Ingenieur verloren. Super. Na gut. Nochmal von vorne an. Nein, um Gottes Willen, so ist Krieg. Nicht von vorne, aber vom letzten Speicherpunkt. Sowas machen wir nicht. Wenn es nicht total albern aussieht. Und das sieht nicht albern aus. Wir schaffen das schon noch. Ja, aber was machen wir denn jetzt ohne Ingenieur? Der Panzer kann sich nicht bewegen. Ja, wir können uns doch jetzt einen Ingenieur rufen. Ja, dann dauert es aber bis nächste Runde, bis er kommt. Ja, ist doch nicht schlimm. Oder siehst du gerade, dass der Panzer zerstört wird? Wahrscheinlich. Sehe ich nicht. So. Okay, dann ist das Erste, was wir machen, diese Brücke da zerstören. Ja, dann können wir nämlich einfach... Mit dem Lancer einfach drauf schießen. Genau, also der Böse hier, der ist ja auch hier, das heißt also... Ja, es ist auch ein Lancer, das ist völlig egal. Auf Lancer muss man nicht achten, wenn man selber dran ist. Außer um sie zu töten. So, das heißt, wir machen jetzt die Brücke. Wir hätten die einfach kaputt machen sollen. Oh Mann, aber wir wussten es einfach nicht. So, warte. Da kann ich aber besser die... Achso, er hat ja hat nur eine Lanze. Da muss ich meine Lanze für ihn brechen. Geht die überhaupt... So kaputt? Weiß ich nicht. Sieht ganz gut aus, ja. Ist da zumindest ein rotes Pfeilchen drüber und da ist nichts im Weg, also sollte es eigentlich passen. Okay, die ist hin. The Northwest Bridge is down. Zaka, it's your turn to get that bomb set. I'm on it. It won't take a second. Also wir mussten diese Brücke zerstören. Okay, it's set to blow. Was? Das hätten sie uns einmal vorher ruhig sagen können. Das haben sie uns, glaube ich, gesagt. Wir haben es einfach nur nicht verstanden. Weil genau dieses Gespräch haben sie ja vorhin geführt. Aber ich habe es halt auch nicht richtig, weil ich gelabert habe, nicht richtig verstanden. I see. This way we can wait until the target is where we want it before detonating it. Cross the central bridge and move up the east bank. And there's a great spot to shoot from. It's all yours now. Good luck getting those fireworks up on time. What was that explosion? Sir, the Gallian forces appear to have bombed the northwestern route. What? Clever, but not enough. Restore power to the work lifts. I want scouts out there reporting battle status. They can resist all they like. This rail car is impenetrable. I'll enjoy their demise. I can go another round. Oh, wir können nochmal schießen. Mal gucken, ob wir es brauchen. So, dann ja, wir könnten versuchen, einen anderen Lancer zu beschießen. Guck mal erstmal bitte, bevor du irgendwo anders hinguckst, was dieser gelbe Punkt da ist. Ist das der Punkt, wo wir jetzt hin müssen? Auf der anderen Seite. Der ist da... Nee, du guckst zu weit. Das ist rechts. Da, genau. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ich zeige gerade auf den Fahrstuhl, der da auf der anderen Flussseite ist. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie über die Brücke und auf die andere Seite. Mhm, okay. Um von da aus dann auf die Brücke zu schießen, nehme ich mal an. Also auf die große Brücke. Mhm. Na gut, aber dann gehen wir jetzt erstmal zurück mit Jan. Und können ja vielleicht auf den Lancer hier schießen oder so. Oder auf den Panzer. Wir können auch auf den Panzer schießen. Oh, der Panzer. Nee,
der Zug schießt von hinten auf dich. Ach so. Ja. Das konnte er vorher noch nicht. Doch, konnte er. Wir haben es nur geschafft, dass nie einer da war, wenn der Zug da war. Ah, okay. So, Homer. Lauf mal weiter, lauf weiter. Und schießen. Rechts, hinten. Jetzt. Ach, jetzt kann er nicht mehr. Hä? Aber er hat doch eben gesagt, extra Shot? Hä? Ja, verstehe ich auch nicht. Also vielleicht hat er einfach einmal mehr Ammo jetzt wieder, aber er kann nicht nochmal schießen. Das macht eigentlich viel weniger Sinn. Ja, whatever, raus aus ihm. Also B, genau, und raus. Gut, dass der so gut gepanzert ist, dann passiert da auch nicht viel. Gut. Irgendwas ist jetzt hier. Ach ja, die wollten ja irgendwie die Fahrstühle aktivieren und mit Scouts da sich rumbewegen. Okay. Ja, ja, toll. So, da müssen wir hin, um zu schießen. Auf die Explosives an der Brücke. Aber das heißt ja, wir müssen weiterhin einfach über diese Brücke rüber. Würde ich jetzt mit dem Scout versuchen, den Lancer zu töten und mit dem Panzer den anderen Panzer weiter zu beschießen. Und uns noch einen Ingenieur zu rufen. Aber das müssen wir dann gleich noch machen. Ja, ist schlecht. Ich würde jetzt hier einfach mal straight nach rechts laufen, schießen und wieder zurück. Okay. Und stopp. Genau. Zielen. Ich ziele. Okay. Ja, jetzt war tot. So, und jetzt ganz schnell wieder nach links laufen. Ja, geklappt. Sehr gut. Eigentlich auch wieder zurück. Ja, zurück zum Panzer, genau. Genau, bleib mal hier in Deckung stehen, nicht, dass du genau in die Lücke läufst. Okay, super. Ja. Ja, dann, das war was. Ruf doch erstmal bitte einen Ingenieur hin. Weil wenn der nächste Runde kommt, gehst du mal zur Tür? Ja, es hat geklingelt. Ja, Pia ist kurz an der Tür, ich ruf mal einen neuen Ingenieur in der Zeit. Und zwar hier hinten. Ingenieur. So, wir brauchen... Lago können wir auch wieder rufen, theoretisch. Dann hätten wir einen Punkt mehr. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Vielleicht rufen wir aber Lago lieber vorne. Dann nehmen wir jetzt Claudia. Hier hinten. So, der Panzer ist jetzt nicht doll beschädigt. Das geht alles noch. Ich würde dann Lago hier vorne lieber rufen. Weil wir dann nämlich da... Okay, Alicia ist übrigens immer noch nicht wieder da. Also Alicia sind wir wahrscheinlich los, würde ich mal sagen, für diesen Kampf. Da ist Gia wieder, sehr gut. Also Alicia können wir immer noch nicht rufen, also die ist okay, wahrscheinlich für diesen Kampf einfach raus. Kampf weg. Natürlich jetzt extrem schade, aber was soll's. Ich habe jetzt Lago hier unten gerufen, weil da oben haben wir ja schon einen Lancer. Ja. Also brauchen wir jetzt hier dann nicht noch einen. Deswegen habe ich den hier als Rückgrat unserer zweiten Angriffsstreitmacht gerufen und hier oben dann jetzt einen Ingenieur. Nächste Runde, wenn der Ingenieur ankommt, müsste der Zug ja wieder rechts stehen und dann ist das alles nicht so gefährlich. Ja. Ist nur die Frage, ob unser Lancer das überlebt. Ja, muss man mal gucken. Aber er steht ja nicht im Mörserfeuer, also sollte es kein Problem sein. So, dann dran an den Panzer. Ja, die Minen können wir nicht entfernen, aber wir können weiter auf den Panzer schießen. Oder überhaupt mal auf den Panzer schießen. Ja, sieht doch gut aus. Fast daneben geschossen. Knappe Kiste. Okay. Ja, mehr können wir da vorne jetzt irgendwie auch nicht machen. Also wir können jetzt nochmal feuern. Sollen wir das machen? Oder sollen wir lieber auf die... Ja, wir können den Panzer zur Hälfte runterkriegen. Ich meine, der braucht 4 Schuss. Ja. Wir können ihm... davon 2 jetzt schon mal mitgeben. Na, ein bisschen mittiger, 16? Nee, das geht schon. Ja. So, damit ist der Panzer halb hin. Das ist schon mal gut. Das heißt, er ist stärker beschädigt als wir. Das ist sehr gut. Und dann beenden wir mal die Phase. Mal eine andere Wahl haben wir jetzt gerade nicht mehr. Nee, ich würde am Anfang aber von unserer nächsten Phase mal speichern, dass wir einfach auch mal wieder einen Rücksetzpunkt haben irgendwo. Ja. Und,
Er überlebt es. Gott sei Dank. Unglaublich. Janis ist halt einfach der König. Aber er ist ins Schwitzen geraten. Hast du ja, ein bisschen. Ja gut, er ist halt, es ist auch sehr warm unter dieser dicken Rüstung. Das muss man dazu sagen. So, von da hinten kommen natürlich immer weiter Gegner, weil da auch noch so ein Zugang ist. Aber da können wir jetzt nichts machen. So, da kommt jetzt irgendwie so ein Scout nach vorne. Ich weiß jetzt nicht so genau, was der will. Weil im Zweifelsfall wird er hier vorne halt niedergemäht. Was möchtest du jetzt? Ja, also... Naja, aber der Chef hat gesagt, wir müssen Scouts vorschicken. Also schicken sie blind irgendwelche Scouts vor. Also man möchte sich ja mit General Gregor nicht anlegen, ne? Kann ich verstehen. Wahrscheinlich wäre er auch gestorben, wenn er sich geweigert. Ja, wegen Meuterei erschossen worden. Jetzt, na komm, ja gut, mein Gott, dann ist Jan tot. Wenn er lieber auf Jan schießt als auf unseren Panzer, dann ist er selber schuld, ganz ehrlich. Na gut, Jan können wir ja gleich einsammeln mit dem Ingenieur, der kommt. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht unser größtes Problem. Wir haben auch noch einen neuen Lancer angefordert, also zwar da vorne, aber passt schon alles irgendwie. Da fährt der Zug wieder ein bisschen. Die Bahn kommt niemals zu spät. Das ist doch wichtig. So, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt einmal kurz. Mhm. Wenn es jetzt nicht so perfekt läuft, aber... Ja, aber der Speicherpunkt davor, den können wir ja auch noch aufrufen zur Not. Ja, genau. Wenn es jetzt allergrößten Not. Es wird auf jeden Fall kein A-Rating mehr. Nein, wirklich? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht mehr an ein B, aber gut. So, ich speichere jetzt mal hier irgendwo. So, dann weiter. Okay. Also nehmen wir den Ingenieur zuerst. Würde ich auch sagen. So, Claudia sammelt jetzt erstmal hier den Typen ein. Jan ein. Medic, der arme Jan. Ich frage mich immer, was in den Zöpfen versteckt. Sieht so aus, als wären das so kleine Säckchen mit irgendwie Potions drin oder so. Ich glaube, es sind Drogen. So. Das bringt jetzt nichts, mit ihr da noch irgendwie zu schießen oder so. Naja. Ich kann auf den Panzer schießen. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Mit ihrer Granate kommt sie auch nicht weit, dass es irgendwas bringen würde. Nee, sie ist ja eine Ingenieurin, ich glaube, die hat gar keine Granate. Ach ja, stimmt. Nur die Scouts haben die, glaube ich. Hat sie gar nicht. Ja, nimm sie doch nochmal, dann können wir zum Panzer laufen, reparieren. Und vielleicht zwei Minen schon mal wegnehmen, dann können wir noch einen Schritt vorfahren. Falls der andere Panzer da nicht schon längst schießt. Und können ihm Munition geben? Ach ja. Haben wir. Wir kommen nicht mehr bis zu den Minen. Na gut, dann repariere ich nur den Panzer. Okay. Edelweiss repaired. Super Repair Action. Thank you. Bitte. Please. You're welcome. Yeah. So, dann schalten wir jetzt mal hier den Panzer aus. Ja. Zwei Schuss brauchen wir nur noch. Mhm. Einen Schuss brauchen wir nur noch. Sollen wir es einfach beenden? Ja. Mal den Panzer einfach wegkommen. Das sind ja nochmal zwei Punkte, aber wir haben eh schon so viele Punkte verschwendet. Dann verschwenden wir noch mehr. Ja, und dafür ist der Panzer wenigstens weg. So, jetzt können wir den Ingenieur nochmal nehmen, Minen wegräumen. Genau. Und uns dann weiter fortbewegen. So. Blöd, dass sie diese Panzersperren nicht abbauen können. Weiß ich gar nicht. Kann sie doch nicht. Ich glaube nicht. Wir können doch gleich mal gucken. Du kannst dich ja umdrehen und die andere anschauen. Oder? Ja, jetzt stehst du von beiden gleich weit entfernt. Nope. Nein. Sieht schlecht aus. So, ich möchte aber gerne die beiden Minen noch wegnehmen, solange es noch geht. Ja. Und dann steht sie zwar total frei, aber ich kann ja sie noch zwei Schritte zurück bewegen. Dann ist die Ungenauigkeit 1% höher, oder? Vielleicht, ja. Wer weiß. Oder ich kann den Panzer noch neben sie fahren, dann ist sie vielleicht noch mehr in Deckung. Oder ich... Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es so viel bringt. Nee.
Oder ich laufe noch mit Catherine noch rum und schieße dann so ein bisschen auf die Leute da hinten, weil wir haben jetzt ja hier wieder so ein paar Infanteristen, die nerven. Ja. Nein, ja, vor allem in Lancer können wir in der Nähe des Panzers nicht besonders gut gebrauchen. Das stimmt. So. Gucken wir, ob wir von hier irgendwas machen können, was Sinn macht. Weil sie, wenn sie jetzt um die Ecke läuft, dann, ne? So, die sitzen da natürlich voll in Deckung, beide. Ja, 22. Auf dem Kopf 9. Komisch, dass wir den Lancer da gar nicht sehen. Ja, der steht halt genau hinter der Ecke wahrscheinlich. Genau hier irgendwie. Na gut, dann dann nicht. Dann nehmen wir sie halt zweimal. Ja. Und treffen da auch nichts, weil sie gerade nur so unter die Brücke laufen kann wahrscheinlich. Ja, schön im engen Bogen. Hm. Perfekt. Sie ist zumindest in Deckung. Sie ist in Deckung. Ich kann nicht mal da oben hinschießen, selbst wenn es 9 Schuss braucht, weil genau ein Balken im Weg ist. Dieser seelenlose Holzbalken. Verdammt. Gefährdet die ganze Operation. Hm. Gut. Nee, ich glaube, das ist halt ein imperialer Holzbalken. Ja, richtig. Ich glaube, die ganze Operation wird hauptsächlich von uns beiden gefährdet. Zumindest wenn man sich so die Kommentare durchliest zum Teil. Aber was soll's. So, da kommt noch ein Scout. Das macht uns nicht so viel, weil der rennt sowieso wieder nur in den Tod. Ja, komm. Will er nicht. Er will nicht. Er will nicht. Ja, Shocktrooper, ja, yeah, komm her, Baby. Auch du wirst sterben, mein Freund. Auch du wirst sterben. Er kommt, er kommt. Ja, aber wir haben die größte Reichweite. Und langsam. Das ist noch ein Lancer. Okay, jetzt steht aber eine Menge, wenn Catherine jetzt um die Ecke gelaufen ist, dann hat sie freies Schussfeld auf so viele Leute. Das ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Die Mortadella noch. Ja, vor allem schießt die jetzt mitten in die gegnerische Basis. Makes much sense. Wenn sie ihnen Spaß macht? Ja, scheint es. Geschick, 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 geschick. Steht von uns jemand da noch? Nee. Nee. Sieht gut aus. Wir haben auch niemanden angefordert, glaube ich. Okay, sie schießen wirklich nur noch in die gegnerische Basis. Mhm. Gregor hasst seine eigenen Leute so sehr. Ist eigentlich unser Lancer jetzt da? Ja. Ja, Lago ist wieder hier, deswegen haben wir auch 9 Punkte und nicht mehr nur 8. Wir können, also sie ist wirklich weg. Lisha. Naja, gut. Solange wir sie beim nächsten wieder... Naja, sie gehört in die Story, also sie ist storyrelevant. Das heißt, sie ist Kriegsgefangene und wir kaufen sie wieder frei, weil sie dermaßen wichtig ist. Ja, oder sie wurde hier hinten in eines der Gebäude geschafft, die wir dann jetzt erobern, also sozusagen. Ja, okay. Ja, so also sie wird ja jetzt wahrscheinlich nicht... Sie wird ja nicht gleich abtransportiert in die Hauptstadt des Imperiums. So ist es. Gut, wollen wir Päuschen machen? Ja, das klingt gut. Und ja, nächste das war Folge. Jetzt sehr anstrengend. Ja, wir haben hat mich so physikalisch wirklich physisch ausgelaufen. Physikalisch und physisch. Und chemisch. Biologisch. Und sowieso. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann.